Liebe Geherinnen und Geher, vor allen Dingen aber auch liebe Gäste von außerhalb. Ich möchte zunächst mal sagen, im Anschluss an unsere Kundgebung gibt es hier noch ein tolles Programm auf der Bühne. Ich darf im Namen der Veranstalter alle einladen, daran noch teilzunehmen. Die Gruppe Hackard Empire wird im Anschluss auftreten. Aber ich will Folgendes sagen. Es gibt ja immer wieder Stimmen, auch in unserer Stadt, die meinen, man könne sich mit Nazis am besten auseinandersetzen, wenn wir sie ignorieren. Aber ihr alle, Sie alle hier haben das richtige Zeichen gesetzt. Wir wollen sie nicht ignorieren, sondern wir wollen sie in unserer Stadt und in unserem Land nicht haben. Und das ist unser Signal von heute. Ich kann mich voll und ganz den Vorrednern anschließen und mit aller Deutlichkeit bekräftigen, für uns ist als Demokraten jeden Tag der politische Arbeitstag, an dem wir sagen wollen, diese Stadt, dieses Land muss nazifrei sein. Und ja, unser Signal von heute ist, Gera jetzt und vor allem auch im Sommer 2012 nazifrei. Das sollten wir uns auf unsere Fahnen schreiben. Ich möchte mich zum Abschluss auch bei allen Organisatoren, beim Bürgerkomitee und bei all den Menschen, die diesen heutigen Tag sehr lange und wie sich zeigt, sehr gut vorbereitet haben, recht herzlich bedanken. Über alle Grenzen der politischen, demokratischen Parteien hinweg, über die Einwohnerschaft dieser Stadt hinweg haben wir dieses Bündnis zustande gebracht. Ja, es ist aber auch richtig, sagen wir es möglichst jeder zwei und drei und vier und fünf weiteren Menschen, ihr werdet so wie wir hier auf Geras Straßen und Plätzen gebraucht, wenn wir das Ziel erreichen wollen, dass wir einmal ohne diesen braunen Musikterror auskommen wollen. Und das wollen wir. Ich bedanke mich nochmal bei allen recht herzlich.